Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie erneut aus Österreich zu einer Wahlsondersendung hier aus Wien. Hochinteressant, was da passiert ist. Ja, eine Entwicklung im Gange, die wir in vielen europäischen Ländern beobachten können. Unmut bei der Bevölkerung gegenüber einer als abgehoben empfundenen Politik. Und jemand, der das natürlich scharfzüngig seit vielen Jahren ins Visier nimmt, als Publizist, als Kommentator, hier auch auf Ö24, das ist das Medienunternehmen von Wolfgang Fellner, mit dem wir auch gesprochen haben, das ist der Gerald Gross. Herr Gross, herzlich willkommen, dass Sie da dabei sind. Ja, wie ist die Stimmung, wie ist das Befinden an diesem Wahlsonntag? Nervosität, Vorfreude, deprimierte, zukunftspessimistische Haltung, wie geht's? Also mal grüezi wohl an die Schweizer Freunde, an die Deutschen und die Österreicher, die ja treue Seher von Weltwoche und Roger Köppel sind. Ja, es war Vorfreude, würde ich sagen. Uns ist die letzten 5 Jahre der Geduldsfaden gerissen. Die Probleme sind vielfältig in unserem Land. Über die Skandale haben die Schweizer, die Deutschen haben alle berichtet. Wie unsere Wirtschaftszahlen ausschaut, wisst ihr auch. Wie die Kriminalitätsstatistiken in die Luft gegangen sind, ist auch öffentlich bekannt. Das heißt, wir rechnen am heutigen Tage mit der wohl erfolglosesten Regierung in der Geschichte der Zweiten Republik ab. Eine Regierung, die uns vor 5 Jahren mit Sebastian Kurz und den Grünen das Beste aus zwei Welten versprochen hat und leider Gottes viele ihrer Versprechen gebrochen hat, was vielleicht auch zuletzt auch daran liegt, dass Sebastian Kurz, der Architekt dieser Regierung, ja relativ rasch zurücktreten musste. Wofür steht eigentlich dieser Aufstieg der FPÖ? Die lag ja vor ein paar Jahren noch am Boden nach der Ibiza-Affäre. Dann der Herbert Kickl, eigentlich der Mann, der für die anderen die Reden geschrieben hat, gewissermaßen. Können Sie diesen Aufstieg kurz analysieren? Was ist da das Wesentliche? Wofür steht der in der österreichischen sozusagen Kollektivseele? Herbert Kickl, die Freiheitlichen, aber auch alle anderen Parlamentsparteien haben es zustande gebracht, dass die Freiheitliche Partei in allen wesentlichen gesellschaftlichen Bereichen, politischen, sozialen, wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen Bereichen, ein Alleinstellungsmerkmal bekommen hat. Es hat begonnen 2020 bei der sogenannten Corona-Thematik, wo die Freiheitliche Partei als einzige war, die sich gegen Lockdowns, Maskenpflicht, Impfpflichtdebatte in Österreich zur Wehr gesetzt hat. Es hat sich dann fortgesetzt mit dem Ukraine-Krieg, wo die Freiheitliche Partei die einzige Partei war, die die österreichische Neutralität bewahren wollte und alle in Österreich und darüber hinaus gewarnt hat, dass wir uns als kleines Österreich, im Übrigen die Schweiz auch gemeint, nicht an einem Wirtschaftskrieg beteiligen sollen, der am Ende nur Selbstmord aus Solidarität bedeutet. Und gerade das ist passiert. Ihr Schweizer habt ja lange nicht diese Inflationszahlen gehabt wie wir, aber wir haben Inflationszahlen von 10% gehabt und auch jetzt mit 2,4% würde ich sagen, das Leben ist für viele Menschen in dem Land unleistbar geworden. Und der dritte wesentliche Punkt, der wurde schon 1992 begründet durch Jörg Haider. Das ist natürlich dieser scharfe Kurs in der Ausländer-, in der Migrationsfrage, auch in der sogenannten Islamisierungsfrage. Da zehrt diese Freiheitliche Partei noch immer von der ideologischen Programmatik eines Jörg Haiders, der 1992 mit dem Volksbegehren Österreich zuerst, Schweizer Anleihe, Volksbegehren, direkte Demokratie begonnen hat, sich hier zur Wehr zu setzen. Und das gesamte Gemisch Programmatik mit Herbert Kickl, der eine sehr stringente und klare Linie fährt, ich weiß, der ist nicht jedem sympathisch, aber er ist berechenbar und glasklar und steht auf seinen Standpunkten zu 100%. Diese Gemengelage macht es möglich, dass die Freiheitliche Partei in den nächsten Stunden möglicherweise stärkste Kraft in Österreich wird. Bundespräsident Van der Bellen hat ja mal gesagt, er könne sich nicht vorstellen, den Herbert Kickl da zum Kanzler zu machen. Ist damit zu rechnen, dass Herbert Kickl der neue Kanzler werden könnte oder ist das im österreichischen Machtgefüge nicht möglich? Das österreichische Machtgefüge wird den stärksten Platz für die Freiheitliche Partei heute vielleicht als politischen Betriebsunfall sehen. Das kann schon sein, dass sich das gesamte System bis zum Bundespräsidenten einhängt und versucht, eine Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen zu verhindern. Es wird vom Ergebnis abhängen. Wenn die Freiheitliche Partei heute 28-29% bekommt und die österreichische Volkspartei beispielsweise nur 23 oder 24, dann führt an der Freiheitlichen Partei und dann führt auch an Kanzler Herbert Kickl kein Weg vorbei. Wenn es ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen
gibt, dann wird man versuchen, an der FPÖ vorbei eine Regierung zu bilden. Auf den Bundespräsidenten kommt es nicht an. Wir hängen das sehr hoch. Es ist aber nicht so. Der Bundespräsident, und das haben wir 2000 erlebt, im Jahr 2000, wo am 4. Februar Jörg Haider und Wolfgang Schüssel zu Thomas Klestil, dem damaligen Bundespräsidenten, gegangen sind und ihm eine Regierung vorgestellt haben. Der Bundespräsident muss jede Regierung akzeptieren, die mehr als 50% und eine Stimme im Parlament hat. Und wenn das Herbert Kickl bekommt, wenn Herbert Kickl heute gewinnt und er schafft es, mit dem Regierungsbildungsauftrag die Regierung zu installieren, zu kreieren, dann kann das auch ein Bundespräsident nicht verhindern, denn der Umkehrschluss wäre Staatskrise. Und das kann sich auch Van der Bellen nicht leisten. Von der linken Seite hört man, das Problem der FPÖ sei, dass da fehle etwas das qualifizierte Personal. Es sei natürlich einfach, aus der Opposition heraus mit klaren, radikalen, auch rhetorisch brillant formulierten Forderungen zu kommen. Was halten Sie von diesem Argument oder wo sehen Sie vielleicht auch Probleme, Schwierigkeiten, berechtigte Kritikpunkte an der FPÖ? Also sagen wir mal so, ich möchte das ein wenig relativieren. Das Personal ist vorhanden. Es gibt bei der FPÖ die Ihnen sicherlich bekannte Barbara Kolm, die im Hayek-Institut, ein liberaler Think Tank in Österreich und darüber hinaus, eine wichtige Rolle spielt. Es gibt Arnold Schiffer, einen ehemaligen Manager, einen Risikomanager in Österreich, der beispielsweise große Bauunternehmen wieder saniert hat. Da finden sich schon wirtschaftspolitisch, sicherheitspolitisch Kapazunder in der Freiheitlichen Partei, die im Falle des Falles eine Regierungsbeteiligung übernehmen könnten. Daher die Kritik geht ins Leere. Kein Minister ist vom Himmel gefallen. Es ist im Übrigen auch kein Parlamentarier vom Himmel gefallen. Und der Roger Köppel, bevor er Mitglied der Schweizer Nationalversammlung war, war es genauso wenig, wie ich vorher Parlamentarier war. Das heißt, learning by doing. Und das ist auch bei einer Regierung so. Ja. Wofür steht eigentlich der Erfolg einer FPÖ, wenn sich der dann so bestätigen sollte? Wir beobachten das ja in vielen anderen Ländern, auch Italien, Deutschland, Frankreich. Das ist ja gewissermaßen ein Aufstand gegen die Etablierten, eine große Unmutsbekundung. Wie interpretieren Sie diese Entwicklung, die ja bis in die Vereinigten Staaten von Amerika reicht, man könnte sagen, eigentlich in der ganzen westlichen Welt zu beobachten ist? Was ist da Ihre Analyse? Wir haben es mit einer Herunternivellierung der politischen Eliten zu tun und das ist das Hauptproblem. Wo einst in Österreich ein berühmter Kanzler Bruno Kreisky, ein berühmter Verfassungsexperte Dr. Jörg Haider, Verfassungsassistent, haben wir es heute zweifelsohne bei den politischen Eliten mit Menschen zu tun, die in der freien Wildbahn der Privatwirtschaft nicht einmal einen Job bekommen würden. Seien wir uns doch ehrlich. So, und das ist natürlich das Hauptproblem. Wir haben eine Herunternivellierung der politischen Qualität, vor allem im Verantwortungsbereich der Regierungen. Und das sehen wir auch durch ihre Maßnahmen. Wir blicken nach Deutschland auf die Ampelregierung, die in Wahrheit in allen wesentlichen politischen Bereichen nur Schutt und Asche hinterlässt. Wir sehen es in Österreich, die in wesentlichen Bereichen entgegen jeder Logik und Vernunft, da geht es nicht einmal um Ideologie, da geht es um Logik, Schutt und Asche hinterlässt. Und die Wählerinnen und der Wähler rechnen ab. Sie haben begonnen, bei Corona sich alles zu merken. Sie haben begonnen, in Wahrheit, möchte mich korrigieren, 2015, wir schaffen das Krise. Und ich glaube, die letzten neun Jahre ist es politisch in Europa bergab gegangen. Wie glauben Sie oder wie beurteilen Sie das bürgerliche Establishment? Das kommt ja mit dieser Entwicklung nicht zu Rande. Die Linken, die Grünen, die verlieren jetzt natürlich in Zeiten etwas der nachlassenden Wirtschaftskonjunktur, ist immer so. Aber das zahlt irgendwie nicht so richtig aufs Konto der etablierten Bürgerlichen ein. In Deutschland die CDU schon. FDP stürzt ab. In Österreich beobachte ich auch eine nicht so große Euphorie um die ÖVP. Wieso können, was ist das Problem eigentlich der etablierten Bürgerlichen aus Ihrer Sicht? Schein und Sein. Die Divergenz zwischen Schein und Sein. Das heuchlerische Element. Wenn wir beispielsweise nach Deutschland blicken, zu den Konservativen, zu den Unionsparteien, dann haben doch die Unionsparteien mit Angela Merkel 2015 die europäische Wir schaffen das Karawane und die Migrationskrise ausgelöst. Heute erklärt uns mein Lieblingsbusenfreund Markus Söder aus Bayern, dass er jeden Kriminellen abschieben würde. Wenn du genauer hinblickst, kommst du drauf, dass nur 3% der negativ beschiedenen Asylbewerber auch tatsächlich aus Bayern abgeschoben werden. Sie erklären uns in den Sonntagsreden Sicherheit, Schutz, Bewahrung der Identität, der Kultur. Sie tun es aber in ihrer realen Umsetzung nicht. Und das ist das Problem der konservativen Parteien, der sogenannten klassischen konservativen Parteien, die sich heute in Deutschland oder in Österreich suggerieren, wie in den 90er Jahren die italienischen Christdemokraten. Ein wenig Korruption, ein wenig der Geruch des Strizihaften, keine fassbare Politik mehr und am Ende werden sie abgewählt.
Die neuen Volksparteien in Österreich sind in Wahrheit nicht mehr die Österreichische Volkspartei aus dem christlich-sozialen Lager, sondern die Freiheitliche Partei wird es heute. Eine Volkspartei, eine Partei mit 27-28% ist eine Volkspartei. Und die Schweizer Volkspartei, die SVP, hat in Wahrheit auch die ursprünglichen Konservativen abgelöst, wurde zuerst als rechts geframed und hat sich eigentlich an die Stelle des konservativen Standpunkts gesetzt. Vielleicht noch ein Wort zu den Linken, das ist sehr interessant. Die SPÖ, vielleicht in vielen Ländern, die Sozialdemokraten etwas ein Sanierungsfall. Was haben Sie da für einen Tipp? Sie beobachten ja die Politik schon lange. Sie haben vorher den Namen des legendären Bruno Kreisky erwähnt. Was würden Sie der SPÖ empfehlen, um da wieder stärker zurückzukommen in der Politik? Ich glaube, dass in Wahrheit jetzt das Jahrzehnt der Sozialdemokratie ist. Es ist in Wahrheit nicht das Jahrzehnt der Konservativen. Es geht um Gerechtigkeitskämpfe, es geht um den Ausgleich verschiedener Gesellschaftsschichten. Das kann die Sozialdemokratie nicht, weil sie in Wahrheit eine sogenannte Achillesferse hat. Und zwar in allen europäischen Ländern bis auf Schweden. Das ist die Migrationsfrage. Die Sozialdemokratie schafft seit 30 Jahren in keinem einzigen europäischen Land, sich von dieser Scheuklappenideologie zu befreien und einen realen Blick auf den Zustand der Großstädte zu bekommen. Wenn sie das nämlich tun würde, würden sie gleich wie die schwedischen Sozialdemokraten draufkommen, dass sie einen Hauptanteil an der derzeitigen Migrationskrise hätten und sich in Wahrheit an einer Sanierung Europas und der europäischen Identität beteiligen müssten. Das können sie nicht, weil die linke Ideologie in dem Fall die Vernunft schlägt. Herr Gross, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Lassen wir uns überraschen, was heute passieren wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir melden uns zurück.